So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Türchen von Silvers Adventskalender. Diesmal habe ich meinen Zettel hier, ne? Nicht, dass ich wieder ewig suchen muss und cutten muss. Und naja, es gibt gar nichts Großes zu erwähnen, deswegen holen wir uns gleich die Nummer. Wir haben, glaube ich, mit 45 Teilnehmern eine Rekord-Teilnehmerzahl. Also die Competitive Pokémon, dachte ich mir schon, dass ihr da besonders drauf geil sein werdet. Naja, wir generaten Wahl und wir haben die Nummer 33. Hatten wir die nicht schon mal? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich werde die einfach so runterzählen. Ihr wisst Bescheid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jawohl, damit gewinnt Marcel Gau. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Panferno mit 631. Ja, weil noch mal jemand gefragt hat. Also die Pokémon werde ich euch... Ja, hier steht es, glaube ich. Warte mal, stand es hier nicht irgendwo? Hier, genau. Also, ihr kriegt eure Pokémon am 25. werde ich jeden Einzelnen auf YouTube anschreiben. Außer ich weiß, dass ich hier einen Skype habe. Dann schreibe ich hier einen Skype oder auf Facebook oder wie auch immer. Und ja, das war's dann auch schon. Was ich noch erwähnen sollte, vielleicht haben es auch ein paar von euch schon mitgekriegt, ich bin gestern im GPL-Kampf, habe ich zwar gewonnen, aber der wird gegen mich gewertet, also 6:0 für Dirty D oder so, der kann auch gar nichts dafür und so, weil ich Knockoff auf Diggersby hatte und ihn nicht explizit gefragt habe, ob das für ihn okay ist. Ja, so ist es halt. Ich hätte ihn anscheinend fragen müssen. Ich selber habe natürlich mich jetzt nicht an die Regel erinnert, beziehungsweise drauf gefragt. Ich dachte mir halt einfach, ist selbstverständlich, wenn ich auf Aura spiele. Aber was soll man machen? Ja, damit wird das wohl nichts mehr mit dem ersten Platz, weil 3 Punkte wieder weg. Ist schwer aufzuholen. Hätte ich jetzt gegen Present gewonnen, also nächste Woche, heute ist ja Montag bei euch, genau, ich nehme das jetzt am Sonntagabend auf, dann hätte es echt nochmal spannend werden können. Er hätte nur einmal verlieren müssen, aber jetzt muss er insgesamt zweimal mit plus meine Niederlage verlieren und das wird echt schwer und ja, ich denke, da werden wir unseren zweiten Platz versuchen zu verteidigen und höheren Zielen sind wir leider nicht gewidmet, aber naja, vielleicht entwickelt sich ja noch irgendwas, wir schauen einfach mal, ja, und dann wollt ihr sicher wissen, was heute verlost wird. Heute wird ein Competitive Shiny Klavion verlost und das Besondere an diesem Pokémon ist, dass es von mir persönlich gebreedet wurde, ne? Also ich habe da einfach mal früher, als ich noch Lust hatte zu breeden, ihr wisst ja, oder einige wissen vielleicht von euch, dass ich stinkfaul in der Hinsicht bin, ich werde nicht mehr breeden, ich habe da einfach keine Zeit und keine Lust, da ins Breeden Zeit reinzustecken. Ja, es ist echt mal rausgekommen, dass ich mal ein Shiny gebreedet habe, es ist perfekt, 531, alles außer Angriff ist auf 31, also von den DVs her. Und ich glaube, die EVs liegen auf HP und Verteidigung, physische Verteidigung, pfiffiges Wesen. Also es ist echt perfekt. Ja, echt geil. Also auf jeden Fall, ja, jetzt laber ich hier schon viel zu rum. Also wenn ich dieses Klefki sehe, Alter. Und das ist sogar mein Kanal-Trailer. Das ist das gute alte Son of a Modder. Also wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt wie immer euren Freundescode und so weiter rein. Ihr kennt die Teilnahmebedingungen. Und ja, aber ich werde mir noch irgendeine Zusatzregel einfallen lassen, damit die Leute, die das Video nicht schauen, nicht irgendwas vergessen. Warte. Schreibt Hashtag Shiny Breed. Schreibt Hashtag Shiny Breed rein. Dann weiß ich, dass ihr das Video gesehen habt. Freunde. Also schreibt das in die Kommentare. Das ist heute die Teilnahmebedingung. Und naja, wollen wir mal schauen. Und wenn euch das Video bzw. der Preis gefällt, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Schaut euch die anderen Videos an. Und dann sage ich euch, wir sehen uns, Leute, in einem neuen Video oder einem neuen Türchen. Und bis dann.